in die Zukunft. Ne? Und jetzt haben wir, glaube ich, es ist so gemacht, dass Markus das wieder alles eingerichtet hat. Sehr schön, dass wir das eben halt anschauen können. Und wir haben eben halt, wenn wir uns das anschauen, das ist hier eben halt mal schön dargestellt in der Abbildung, dass wir eben halt mit bestimmten Therapien angefangen haben und dann immer moderner geworden sind, nebenbei aber über die Erkrankung immer mehr verstanden haben. Um mal zu sehen, wo wir gestartet sind, habe ich mal einen Brief, das war damals so, da gab es die deutsche Neurologie, war noch gar nicht existent. Da war es so, dass in Frankreich und in England die Musik gespielt hat in der Neurologie. In Deutschland war da zu dem Zeitpunkt noch alles in der Psychiatrie und in der inneren Medizin versteckt. Da durfte die Neurologie erst praktisch nach dem Ersten Weltkrieg ist dann erst ein eigenständiges Fach geworden. Aber ich habe Ihnen hier das mal mitgebracht. Wie hat man damals die MS, das war um 1870, wie hat man damals die MS behandelt? Und da sehen Sie, wie das immer zeitabhängig ist. Übersetze Ihnen das mal. Heutzutage möchte man sich so vegan wie möglich ernähren. Damals dachte man, super gesund, je mehr Fleisch ich esse, desto besser. Ne? Also die Fleischdiät war dasjenige, was man wollte. Aus jedem guten Heimatfilm kennen Sie das. Ne? Also damals so der Bergdoktor. Wenn man was hatte, hat man immer einen Aderlass gemacht, also erstmal Blut abgelassen. Ne? Das hat man auch bei den armen MS-Patienten gemacht. Ne? Da ist die Fatigue dann noch schlimmer geworden, ne? Wenn man dann noch Blut weggenommen hat. Man hat gekühlt, man hatte damals gerade die Elektrizität entdeckt. Da dachte man, oh, Elektrizität ist doch gut bei MS, machen wir mal. Und da hat man, egal wie das war, hat man eben halt mal einfach so rumgezündelt mal. Ne? Dass so mal ein bisschen zucken ist immer ganz gut für alle Patienten, ne? Von dem, was da halt ist. Und ansonsten an Medikamenten. Hat man Medikamente eingesetzt, die wir heutzutage eigentlich bei Patienten nicht mehr einsetzen? Die setze ich im Moment nur noch bei Schwiegermutter ein. Strychnin, Arsen, ne, von dem, was da halt ist. Also, ich meine, Sie können froh sein, wenn Sie 1870 in ein MS-Zentrum gekommen sind, glaube ich, wäre es besser gewesen, nicht ins Zentrum zu gehen, ne, von dem, was da halt ist. Die lieben, also die Engländer haben ja so einen schönen Stil, wie man sowas beschreibt. Und in dieser Arbeit, dieser William Moxon hat das geschrieben, die meisten Therapien sind most unsatisfactory, ziemlich unwirksam. Man kann auch sagen, völlig sinnlos, nicht? Aber so war das zu der Zeit. Aber das war nicht nur die medikamentöse Therapie, sondern auch sonst musste man als Patient einiges erleiden. Das ist mal dargestellt. Man hat dann eben halt, Bäder waren damals total in, das Vollbad. Das Luftbad, ne, schön kühlen, die kalte Dusche oder eben halt auch ganz beliebt, eben halt zur Stimulation, die Leibbinde. Ne, da wurde man richtig so ganz eng eingeschnallt, ne, dass das halt da war. Auch das, ich glaube, da können wir froh sein, wenn wir heute Reha und Therapien sehen, dass sich das auch geändert hat. Also ist heute nicht mehr Körperverletzung und nicht mehr abkühlen, sondern das sind sicherlich, auch wenn es heute wieder so wie Kältekammer, es gibt Dinge, die wieder aktuell werden von dem, ne? Aber das war die Zeit, die da ist. Aber man hat eben halt auch in der Therapie, hat man ganz andere Konzepte gehabt in der Zeit. Also wenn wir jetzt von der Steinzeit uns bewegen in die Bronzezeit, ich habe Ihnen hier mal aus unserer MS-Bibel der McAlpine, das ist unser Standardwerk, der wird alle 10 Jahre neu publiziert und 1957 steht drin, wenn die Diagnose einer multiplen Sklerose vermutet wird, sollte der Patient sofort im Krankenhaus stationär aufgenommen werden, möglichst unter Supervision eines Neurologen, um strenge Bettruhe für 3 Monate einzuhalten. Ne? Also das war, und das ist zum Teil, wenn wir alte Krankenakten noch sehen, ne, aus den, die zum Teil in unseren Archiven sind, aus den 80er Jahren, da war es wirklich so, da waren stationäre Aufenthalte wirklich von 3 Monaten da. Ne? Und dann möglichst auch Bettruhe einhalten. Und Sie haben ja Frau Fuchs gehört, ist heute eigentlich komplett, also wenn man einmal eben halt nicht mehr aktiv ist, ist es viel schwieriger, dann wieder hochzukommen, auch mit dem nach Cortison. Da sehen Sie, wie sich das komplett geändert hat. Ne? Und heutzutage würde man sagen, MS. So musst du gar nicht mehr ins Krankenhaus rein und solltest du möglichst auch nicht ins Krankenhaus rein, ne? Sondern du solltest eben halt eigentlich vielleicht jetzt nicht mehr, du solltest nicht bei Olympia den Marathon laufen, jetzt nachdem du einen Schub gehabt hast, aber im Prinzip sollte man eben halt aktiv bleiben und sollte man gar nicht versuchen, seinen Rhythmus, also sich nicht überfordern, sondern seinen Rhythmus eben halt haben. Gehen wir mal wieder ein paar Jahre nach hinten, also aus der Bronzezeit dann in die
in die Eisenzeit. Herr Welte in einem Standardwerk von 1967, ich fand das nur amüsant, deshalb wollte ich Ihnen das vorlesen. Ja, da der Beginn des Leidens oder neue Schübe oft nach körperlicher Aktivität oder seelischer Überanstrengung, Frühjahrsputz, spätes zu Bett gehen, Aufregung auftreten, müssen die Kranken in ihrer Lebensführung beraten und gegebenenfalls überwacht werden. Na, also da sieht man schon, na, was ich eigentlich tun müsste. Na? Ja, da müsste ich so meine eigene MS-Stasi haben, ne, und dann eben halt kontrollieren. Machen Sie auch nicht Frühjahrsputz, gehen Sie auch schön früh ins Bett, ne, von dem, was da halt ist. Ja, also, aber es zeigt einem, ich wollte Ihnen das so zeigen, weil es auch so die Verständnis der Zeit zeigt, ja, auch so die Rolle des Arztes. Ne? Also ich sehe mich überhaupt nicht als, ich sehe mich als jemand, der berät. Ne? Und wenn der Patient sagt, ich mache es anders, dann muss ich das akzeptieren. Dann sage ich halt, okay. Ich würde es anders machen, ne? Aber das war früher anders, ne? Da ist dann wirklich Eminenz, wenn die das gesagt hat, dann spielt das eine Rolle. Aber wir profitieren natürlich extrem davon, dass wir eben halt natürlich in der Zeit, die wir haben, dass wir natürlich immer mehr therapeutische Möglichkeiten zur Verfügung hatten, wie das jetzt hier. Und wir haben auch andere Entitäten, wie die NMO, eben halt kennengelernt. Wir haben immer mehr therapeutische Möglichkeiten, sodass jetzt eigentlich unsere Herausforderung nicht mehr die ist, also wenn man eine Therapie hat, ist das gut, ne? Aber wenn man zu viele Therapien hat, ist da halt sogar die Herausforderung, wann gebe ich welche Therapie? Und das kennen Sie ja vielleicht auch, ne, wenn Sie im Gespräch mit Neurologen, man hört, es kommt was Neues, bleibe ich bei meiner Therapie, wechsle ich die Therapie, ne? Wie stelle ich das dar? Und ich versuche das immer eigentlich ganz nett in den Zusammenhang zu bringen, ne? Weil das ist so ein bisschen wie unterschiedliche Gesellschaftsspiele, die wir haben. Ne? Also wenn wir nur, als wir in der Zeit, ne, Frau Hoffmann weiß es noch genau, wo wir nur zwei Basistherapien haben, da war das wie Tic-Tac-Toe-Spiel. Ich hatte halt zwei Spielfiguren und da habe ich die zwei dann eben halt eingesetzt. Aber heutzutage habe ich so viele unterschiedliche Therapien und das zeigt eben halt auch so ein bisschen die Komplexität und zeigt eben halt gerade, wenn wir zusammen Arzt und Patient zu einer Entscheidung kommen wollen und auch zu einer guten Beeinflussung einer Erkrankung, die ja immer noch nicht so abläuft bei jedem, die läuft nicht in einer Uniform, in einer gleichen Art und Weise bei jedem Patienten ab, sondern die ist ja sehr unterschiedlich. Und wir haben leider auch die Kristallkugel nicht, um das vorauszusagen, da ist das halt immer mehr wie MS-Schach. Ne? Wir haben halt wie ein Schachspiel mit so unterschiedlichen Figuren, Therapien, die wir haben. Und deshalb ist es wichtig, und das ist ja auch dasjenige, was wir versuchen umzusetzen, was aber gar nicht so einfach ist, dass man eben halt versucht, die richtige Therapie für den Patienten zu finden und dann auch zu sehen, wann macht es Sinn, die Therapie weiterzuführen, wann macht es Sinn, die Therapie zu wechseln, ne, weil natürlich jeder Wechsel der Therapie natürlich auch schwierig ist von dem, was halt ist. Aber, und das ist so ein bisschen, wie sich das jetzt in der Medizin auch verändert, das hat unser guter alter Hippokrates schon gesagt, der Urarzt, nicht, der in Griechenland das gemacht hat, er hat uns mit auf den Weg gegeben. Und das ist, glaube ich, gerade heutzutage in der modernen Medizin ist das so wichtig. Sind wir darauf gepolt, dass wir immer denken, MS, ich muss gar nicht an den Patienten denken, der die Krankheit hat, sondern MS ist das Entscheidende. Und heutzutage ist es sehr viel wichtiger, dass wir halt sehen, dass die MS eben halt, dass da immer der individuelle Patient steht. Und wir müssen den individuellen Patienten mit MS behandeln und nicht die MS. Ne? Und das ist eben halt das Wichtige, was man umsetzt. Und vielfach hat man das Gefühl, dass man eben halt bei solchen Erkrankungen, dass man alles versucht. Und es wäre natürlich schön, wenn wir eben halt wirklich zielgerichtet das eben halt mitmachen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil wir eben halt, wir wollen genau behandeln, aber wenn wir uns eben halt mal wirklich die Daten anschauen, dann haben wir eben halt eine Unpräzisionsmedizin. Das ist hier mal dargestellt, also hier ist mal dargestellt, mit wie vielen Medikamenten Sie einen Patienten behandeln müssen, ja, dass er eben halt wirklich davon profitiert. Ne? Also, ne, Sie sehen, Sie müssen eben halt hier. Sehen Sie das hier bei Cholesterin? Da müssen Sie im Prinzip hier fast 20 Patienten behandeln, dass bei einem Sie eben halt einen positiven Effekt haben. Ja, es ist nicht so, dass ein Medikament automatisch den Effekt bringt, sondern dass wir eben halt dort schauen müssen, ne, wie identifiziere ich den Patienten,
der die Therapie hat. Wie schaffen wir das auch gerade bei einer MS-Erkrankung, ne, wo die MS nicht gleich ist, sondern wo es sicherlich unterschiedliche Formen der MS gibt. Es gibt MS, die braucht im Prinzip eine eher fordernde Behandlung. Da gibt es Erkrankungen, wo man wahrscheinlich eher beobachten kann. Schwierig ist immer, wenn man das im Nachhinein immer erst weiß, nicht? Also wenn man eben halt keine richtigen Faktoren hat. Und wir müssen halt daran arbeiten, was wir halt sehr intensiv bei uns tun, dass man wirklich schon prognostisch sieht, dass ich möglichst dem Patienten schon sagen kann, wann eben halt sowas gemacht wird, weil trotz alledem ist es so, dass eben halt die Kristallkugel bei uns im Zentrum noch nicht so gut etabliert ist. Also es wäre natürlich schön, wenn wir sowas hätten und wir wüssten schon, wie wir das eben halt machen. Aber es gibt natürlich Faktoren, ne, die bedeuten eben halt, dass es, also wenn ich zum Beispiel, also Sie wissen, dass der typische Patient ist weiblich und jung. Ne, das ist immer so, wenn man nicht der typische Patient ist bei der MS, dann muss man ganz besonders aufpassen. Ne, also wenn man zum Beispiel ein Mann ist, der älter ist, ne, da muss man eben halt eigentlich genau hinschauen und muss man wahrscheinlich auch behandeln, ne, weil das ist eben halt, wenn man abweicht von der Norm, ist es eben halt damit drin. Das MRT spielt eben halt eine ganz wichtige Rolle. Eine große Diskussion ist immer das Nikotin, ne, das Rauchen eben halt bei der MS ist nicht so sinnvoll, ne, und wir müssen eben halt versuchen, diese Faktoren, auch diese Dinge eben halt zu beschreiben. Ne, weil diese Herren haben uns alle gesagt, wir müssen nur Dinge, die wir messen können, die können wir auch verändern. Ne? Und deshalb tun wir das ja bei uns. Aber das ist eben halt gar nicht so einfach, wenn Sie eben halt mal so die MS anschauen über eine große Gruppe von Patienten. Das ist mal die Zeit über 30 Jahre. Ne? Und das ist mal, wie die Behinderung sich entwickelt. Dann sehen Sie, das ist eine Riesenwolke. Und es gibt Patienten, die eben halt sehr gut, die eben halt so gut wie keine Behinderung entwickeln. Dann gibt es Patienten, die viel Behinderung entwickeln. Und da ist eben halt das Problem, wie kann man das als variable Erkrankung, wie kann man das voraussagen und wie kann man da eben halt Komponenten finden. Und da spielen eben halt gerade Dinge, die wir versuchen bei uns zu machen, wie das MRT, wie andere Untersuchungen, spielen halt eine ganz wichtige Rolle, weil die uns helfen, eben halt Dinge zu beschreiben, wie das abläuft. Kommen wir aber noch zur Therapie zum Abschluss. Ich hatte ja gesagt, dass eben halt die Wahl der Therapie ist manchmal so schwierig, als wenn Sie die richtige Marmeladensorte für Ihr Frühstücksbrot raus. Und Sie haben verschiedene Dinge zur Verfügung, ja, aber auch wenn Sie ein Streber sind als Neurologe, wenn Sie alle klinischen Studien kennen, ne, also ich habe das hier mal, das sind so diese Publikationen, die wir haben, selbst das hilft Ihnen nicht, eben halt das Beste für den Patienten herauszufinden. Und da bedeutet es eben halt, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen müssen, auch was die einzelnen Medikamente eben halt machen. Und wir haben die Medikamente, die wir zurzeit haben, an denen wir arbeiten, sind vor allem Medikamente, die auf das Immunsystem wirken und über ein Bremsen des Immunsystems dort halt die Effekte machen. Und das ist hier mal schön dargestellt in so einer super Übersicht. Ne? Sie sehen, wie das ist. Wir haben ja zum einen eben halt der Bereich außerhalb des Gehirns, dann haben wir hier das Blutgefäß und das trennt sich dann eben halt vom Gehirn. Die meisten Medikamente, die wir haben, wirken eben halt auf den Bereich außerhalb des Gehirns. Ja, wir würden uns wünschen, dass wir Therapien halt haben, die im Gehirn wirken, weil insbesondere wir wissen, dass im Anfangsstadium der Erkrankung, dass da das Immunsystem vor allem von außen in das Gehirn reinkommt. Das heißt, da spielt das Bremsen eine Rolle. Aber je länger die Erkrankung abläuft, desto mehr laufen Prozesse allein im Gehirn ab. Ne? Das bedeutet im Prinzip, je länger ich die Erkrankung habe oder auch bestimmte Formen der progredienten Erkrankung, da ist das Problem nicht mehr im Immunsystem außerhalb des Gehirns zu sehen, sondern es ist eher ein Problem, was wir im Gehirn selbst haben. Ne? Und da ist die MS, ist dann sehr ähnlich anderen neurologischen Erkrankungen, für die wir im Moment noch nicht Waffen gefunden haben. Ne? Wie zum Beispiel beim Alzheimer, wissen wir auch inzwischen, dass da eine Entzündung ist. Auch beim Parkinson ist eine Entzündung. Nur die wird nicht von außen reingebracht, sondern die Zellen, die im Gehirn sind, die sind da eben halt entzündet. Die muss man versuchen zu bremsen. Das sind im Prinzip zwei Zellen. Eine haben Sie als Immunzelle eben halt draußen gesehen, auch von Phil Hube. Das ist die Mikrogliazelle, das sind die Fresszellen, die Makrophagen im Gehirn. Und das andere sind die Sternzellen, die Astrozyten. Die spielen auch bei der anderen Verlaufsform oder bei einer Sonderform
der entzündlichen Erkrankung der NMO eine ganz wichtige Rolle, ne, wo die eben halt dann da auch geschädigt werden und da eine Rolle spielen. Und da muss man hin, dass wir immer mehr und mehr Therapien entwickeln, weil das natürlich, weil wir sehen, dass wir die schubförmige MS eigentlich gut behandeln. Was können wir in dem Bereich machen, um eben halt die Progredienz der Erkrankung eben halt dort zu stoppen? Und da habe ich das hier unten mal aufgezeichnet, die Astrozyten, das ist die, so diese Sternzellen und eben halt die Fresszellen, dass man die halt bremst. Das sind Ansätze, die halt dort eine Rolle spielen. Problem ist, wenn Sie Fresszellen im Gehirn bremsen oder ausschalten, ist auch nicht gut, ne? Weil die brauchen wir. Wir brauchen eine Müllabfuhr im Gehirn, ne? Und das ist immer so, also ein Beispiel, ne? Und da ist auch der Grund dafür, dass eben halt es gut ist, dass nicht jedes Medikament vom Tierexperiment dann gleich zum Menschen kommt, ne? Also es gibt eine wunderbare Forschungsarbeit, die zeigen kann, wenn ich die MS, ein Tier mit einer MS habe. Ja, und ich gebe ein Medikament, was was die Mikrogliazellen, diese Fresszellen im Gehirn tötet. Ja, ist die MS gestoppt? Ja, leider ist das Tier 2 Tage später tot. Ja, also dann stand auf dem Grabstein des Versuchstiers MS geheilt, aber leider nicht überlebt. Ja, und das ist eben halt das Problem, ne, dass diese Fresszellen natürlich auf der einen Seite spielen eine Rolle bei der MS, aber auf der anderen Seite sind die Fresszellen natürlich wichtig, um andere Prozesse eben halt in den Weg zu führen und das auszuschalten. Wie schaffe ich das, dass ich die Zellen auf der einen Seite bremse, aber auf der anderen Seite, ne, die anderen Funktionen eben halt mitmache? Das ist halt unglaublich, unglaublich schwierig, ne? Und das andere Problem ist eben halt, was ich gleich nochmal zeigen will. Wir haben halt ein Riesenproblem bei der MS, was sie sich vielfach gar nicht so deutlich machen, dass das Gehirn eigentlich für viele Medikamente tabu ist. Na, es ist so, wir haben ja, ich habe das eben in dem Bild oder in dem Bild habe ich das eben gezeigt. Na, ich habe diese Struktur gezeigt, das ist die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, nicht alles das, was im Blut ist, kommt zum Glück ins Gehirn. Das ist gut. Na, weil, ne, wenn da manche Giftstoffe rüberkommen würden, aber ein Stoff, den kennen Sie, der geht super über die Blut-Hirn-Schranke, das ist der Alkohol. Ne? Deshalb mögen wir das so gerne. Ne? Oder jede Form der Drogen, auch die gehen super über die Blut-Hirn-Schranke, weil die eben halt darüber gehen. Aber viele Medikamente, man muss zum Beispiel aufpassen, viele Antibiotika, ne? Also wenn man denkt, man hat zum Beispiel dann eine Infektion, eine Borreliose nach Zeckenbiss, dann gibt der Hausarzt ein Medikament und da gibt es viele Antibiotika, die dann nicht ins Gehirn gehen. Und wenn das schon das Gehirn betroffen ist, dann haben wir ein Problem. Ne? Und das ist immer wichtig, zum Beispiel unsere neurologische Tätigkeit, dass wir immer darauf achten, dass dann auch Medikamente da sind, die wirklich diese Blut-Hirn-Schranke überreichen. Und was wir jetzt versuchen, wo eben halt bei uns im Zentrum auch schon 4 Personen mitgemacht haben, und das ist generell nicht nur noch, natürlich für die MS, sondern für das Alzheimer-Thema zum Beispiel auch ganz relevant, aber um Ihnen nur mal zu zeigen, was man da macht und wo wir da dran sind. Es gibt eben halt heute Ansatzpunkte, wie ein Transport zur ISS, also deshalb heißt es auch so, Medikamente über einen Shuttle-Mechanismus ins Gehirn zu bringen. Und da haben wir zum Beispiel ein Medikament, wo wir einen Antikörper, ne, nennt sich die Brain-Shuttle-Studie, ein Antikörper ist praktisch in so einen Eiweiß Shuttle gebracht und dieser Eiweiß-Shuttle bringt eben halt das Medikament über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn, sodass es dort wirken kann. Und wir haben gezeigen können, erstens mal, das wird vertragen, ja, also es ist funktioniert. Und das zweite ist eben halt, jetzt muss man natürlich schauen, welches Medikament ist das beste Medikament, aber man ist heutzutage in der Lage mit solchen Mechanismen, ich habe Ihnen das hier nochmal gezeigt, ist natürlich kein Raumschiff, ist nicht Technik, die da ist, sondern der Antikörper, Sie sehen das Y, der hat eben halt einen Rezeptor für ein Eisen, der hat ein Reze der ein, eine Bindungsstelle für den Eisenrezeptor an der Oberfläche Gefäßwandzellen und über diese Bindung wird dann durch das Blutgefäß durchgestockt. Und da kann man sich halt vorstellen, im Prinzip kann man damit jeden Antikörper, den man sich vorstellen kann, kann man somit in das Gehirn bringen. Und damit haben wir natürlich die Möglichkeit, der Antikörper hat halt den Vorteil, dass er sehr spezifisch binden kann, dass er sehr spezifisch die Dinge machen kann und dass er damit eben halt eine Rolle spielen kann. Also da hoffen wir jetzt,
Das werden wir weiterentwickeln. Das läuft bei uns kontinuierlich weiter, wo wir jetzt schon versuchen, Dosis zu erhöhen, das mehrmals zu applizieren, dass man da eben halt mithilfe solcher Therapieprinzipien, dass man das in den Griff bekommt. Dann haben wir einen anderen Ansatz. Sie haben das vielleicht mitgekriegt. Das waren jetzt Dinge, wo Patienten mit anderen Autoimmunerkrankungen praktisch geheilt worden sind. Und diesen Ansatz möchte ich Ihnen auch noch vorstellen, weil er zeigt, auch was da an Möglichkeiten ist, individuell zu therapieren. Und diese Therapiesorte, ne, da waren jetzt selbst in der Laienliteratur Bild der Frau, Bild und so weiter und all diesen Blättchen, ne, Autoimmunerkrankung geheilt mit neuen Dingen. Und das ist, ich will Ihnen das nur kurz vorstellen, das sind die sogenannten CAR-T-Zell-Therapien. CAR ist die Abkürzung für ein Chimär. Ne? Also Sie kennen das aus der antiken Geschichte. Ein Chimär ist eine Kombination von unterschiedlichen Dingen. Was wir dort machen, ist halt, dass wir nehmen praktisch Zellen von einem Patienten, die werden entnommen und werden künstlich dann scharf gemacht gegen eine bestimmte Struktur, werden praktisch zu individuellen Killerzellen im Reagenzglas entwickelt und werden dann dem Patienten wieder zurückgegeben. Im Moment ist es natürlich, Sie hören sich das schon an, wenn ich Blut abnehme, das nach Amerika schicke, im Moment wird das in Amerika gemacht, das wird dort aufgearbeitet und wieder zurückgeschickt, ist es halt eine Therapie, die extrem günstig ist, die jede Krankenkasse freut. Ne, liegt so bei 500.000 pro Patienten. Ne, ist natürlich eine Therapie, die von der Stange ist. Aber man kann heutzutage, kann man wahrscheinlich dieses Therapieprinzip, was ich hier vorstelle, kann man wahrscheinlich auch mit Zellen machen. Da ist man jetzt dran, die nicht vom eigenen Patienten stammen, sondern die allgemein gezüchtet werden und dann gegeben werden. Das Spannende ist, an diesen Chimären, so sieht das aus. Das ist in der Krebstherapie. Wenn Sie lesen, da ist ein Patient, der hat alle Therapien mit drin, dann wird diese Therapie verwendet, die jetzt aber auch für die Autoimmunerkrankung kommt. Hier, Sie sehen, man hat eben halt hier den Antikörper, der wird eben halt auf diese Zellen draufgebaut. Ne? Wenn die dann im Reagenzglas gezüchtet werden, dann wird das wieder eingefroren und der Patient kriegt die eben halt mit. Das heißt, man behandelt heutzutage den Krebs, sondern die Autoimmunerkrankung nicht mehr mit einem Medikament, was praktisch blöd ist, ne? Also was, ne? Was, sondern mit einer Zelle, die dann wirklich im Körper schaut, wo ist die Zelle, die ich erwischen muss, ne? Und die werden dann eben halt dort erledigt. Und das können Sie eben halt zum einen mit Krebszellen machen. Sie sehen hier, da werden über diese Zellen werden eben halt dann die Krebszellen getötet, aber das kann eben halt heutzutage auch mit Zellen sein, die bei Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielen. Und damit hat man zum Beispiel bei Rheuma-Patienten hat man eben halt Therapie erreicht. Und wir sind stolz, dass wir wahrscheinlich eben halt jetzt, wer beginnt jetzt im Herbst auch diese Therapie für MS-Patienten im Rahmen eines klinischen Studienprogramms, dass wir das eben halt anbieten können. Das ist natürlich nicht eine Therapie, die jetzt für jeden Patienten geeignet ist im Moment, aber man arbeitet daran, dass diese Zellen eben halt auch in der ja eben halt auch günstiger, auch eben halt nicht mehr individuell hergestellt werden müssen. Aber das Spannende ist eben halt, Sie sehen das hier mal dargestellt, die Zellen werden dann gegeben und die können dann eben halt die Zielzelle relativ intelligent, die suchen die halt überall töten. Dann bleiben die Zellen halt da, sodass hier wirklich die Krankheitsaktivität auch bei Autoimmunerkrankungen komplett nach unten gefahren werden kann. Und im Unterschied zur Chemotherapie und zu anderen Dingen sind diese Zellen, die sind im Körper, bleiben drin, die sind intelligent, die können überall im Körper herumeilen. Und das ist eben halt charmant. Und es gibt eben halt jetzt hier die ersten Arbeiten, die Hamburger Kollegen gemacht haben. Ne, wo zum Beispiel Patienten eben halt mit MS eben halt damit behandelt wurden. Hier auch nochmal dargestellt, jetzt ganz aktuell dieses Jahr, ne, wo man gesehen hat, erstens mal, dass das eben halt eine Rolle spielt. Und das spielt sicherlich eine Rolle für eine Therapie, die zum Glück eben halt jetzt mehr und mehr auch von den Krankenkassen akzeptiert wird. Das ist die Stammzelltransplantation, ne, die eben halt ja auch durch die Presse ging. Ne, auch dort ist es so, dass es eben halt, dass man erstmal das Immunsystem runterfährt und dass man dann neue Zellen eben halt dazu gibt. Ja, das ist sicherlich
Also das Problem ist, das sind Ansätze, die sehr, sehr aggressiv sind und sehr viel auch durch die Chemotherapie kaputt machen. Wir glauben, dass wahrscheinlich bei den CARs so ist, dass bei der aggressiven MS die in der Lage sind, dass sie mal drin. Und schön ist eben halt auch, dass es in Deutschland jetzt auch schon eine Patienteninformation für die Stammzelltransplantation gibt, wo das auch nochmal Patient beschrieben ist. Ne, wir haben auch einen schönen Podcast jetzt im Januar gehabt, wo wir eine Patientin mal drin hatten, die das beschrieben hat, wie das abläuft. Aber ich wollte jetzt nochmal zum Schluss einen ganz anderen Ansatz vorstellen. Jetzt, wir haben ja sehr viel über Zerstörung gesprochen, wie ich Immunzellen zerstören kann. Aber ein Ansatz, ne, passt sehr gut zu Phils Ende, was er gesagt hat. Ein Ansatz, der ja auch in unserer Gesellschaft eben halt durchaus von Interesse ist, wäre die Toleranz. Ne? Also, dass ich Toleranz im Immunsystem, natürlich kann man einen starken Polizeistaat halt haben, der immer die Übeltäter möglichst dann massakriert. Ne? So ist das im Immunsystem am besten, da machen sie keinen Ärger mehr. Aber wir wissen ja, dass bei der MS, dass da das körpereigene Gewebe angegriffen wird. Und toll wäre ja, wenn man diesen Prozess, wenn man den versucht, rückgängig zu machen, dass ich praktisch dem Immunsystem wieder beibringe, nicht, du sollst nicht das Myelin angreifen, das ist nicht gut, das ist unser eigenes Ding. Bitte, jetzt geh doch noch mal in die Immunschule, ne, und die Immunzellen gehen ja alle in die Schule, in der Thymusdrüse oder im Knochenmark, da haben halt bestimmte Zellen nicht aufgepasst. Bei der MS sind das immer so 50 Zellen beim MS-Patienten, die nicht aufgepasst haben und die machen das ganze Schlamengel. Die meisten 20, 200 Milliarden Zellen haben in der Schule aufgepasst und sind nicht böse, aber die paar 50, die machen die Autoimmunerkrankung. Und die paar 50 erwischen sie aber im Moment nicht, ne? Weil finden Sie mal diese Immunzellen als Nadel im Heuhaufen, ne? Von dem, was da ist. Aber da gibt es eben halt Ansätze, wie kann ich das Immunsystem wieder trainieren? Dass es eben halt, dass es eben halt tolerisiert wird gegenüber dem Immunzell. Und das ist hier mal dargestellt. Es gibt eben halt Mechanismen, wie man Immuntoleranz vermitteln kann. Also Immuntoleranz kann man zum Beispiel durch eine spezielle Art von Impfung machen. Impfung sollte in der Regel dazu führen, dass das Immunsystem scharf gemacht wird. Aber man kann auch wenn man die Faktoren ein bisschen ändert, kann man auch mit einer Impfung dafür sorgen, dass das Immunsystem gewöhnt wird an irgendetwas. Ja, also so kann man zum Beispiel den hier Impfungen, ne, also indem man mit Eiweißen oder so arbeitet oder auch die mRNA-Vakzinierung können sie auch so machen, dass genau das Gegenteil passiert, dass das Immunsystem eben halt tolerisiert wird. Was sie aber auch machen können, ist eben halt, dass sie Zellen den Patienten geben, die speziell dann Toleranz vermitteln. Und eine Zelle, die interessanterweise einer der extrem Toleranzbotschafter ist, die vermutet man gar nicht, die hat man auch nicht in Erinnerung mit Immunsystem, sind die roten Blutkörperchen. Die roten Blutkörperchen, eigentlich denkt man, das sind ja gar keine funktionierenden Zellen mehr, die haben gar keinen Zellkern mehr, die sind ja eigentlich nur dafür da, Sauerstoff zu transportieren. Ne, die nehmen ja den Sauerstoff auf, Hämoglobin und transportieren den. Ne? Aber man hat festgestellt, Professor Martin in Zürich hat festgestellt, wenn man bestimmte Eiweiße auf die Oberfläche von roten Blutkörperchen bringt, dann werden die eben halt aufgenommen in der Leber und in der Milz. Und die Milzzellen denken, okay, da ist was auf den roten Blutkörperchen, da muss ich mal alle Zellen unterrichten, dass sie nichts scharf machen gegen diese Zellen. Also man kann praktisch, wenn man Eiweiße auf die Oberfläche von roten Blutkörperchen bringt, kann man praktisch gegen diese Eiweiße Immuntoleranz eben halt vermitteln. Ne? Und das tut man hier. Also man hat eben halt Zellen, auf die man das dann bringt. Ne? Und das ist eben halt die Studie, die wir jetzt bei uns auch machen. Ne? Man nimmt Patienten Blut ab. Dieses Blut wird dann wieder zusammen eben halt inkubiert mit diesen Eiweißbruchstücken, die kommen dann auf die roten Blutkörperchen und dann ist es so, also jeder Radfahrer wäre dankbar für die Eigenblutinfusion, ne, dann kriegt man praktisch wieder Eigenblutdoping, dann kriegt man die Blutkonserve wieder zurück mit eben halt diesen Eiweißbruchstücken auf der Oberfläche. Ne, und wir haben ja hier in Dresden, Sie kennen unser MS-Zentrum, wir liegen ja extrem strategisch geschickt zum Deutschen Roten Kreuz. Das ist nämlich direkt gegenüber, mit dem wir die Studie machen. Muss man ja vielleicht mal sagen, unsere lieben Freunde in München, die auch bei dieser Studie mitmachen, da müssen die Patienten, weil es gibt kein Blutspendezentrum
in Bayern, dass das machen darf. Die müssen alle nach Ulm fahren, um sich ihre Blutkonserve dann zu bekommen zu lassen. Und in Dresden haben wir das Glück, dass wir einfach gegenüber das machen können. Na, und da wird das eben halt so gemacht und das sieht eben halt so aus. Man nimmt eben halt das Blut ab. Das Blut wird in Reutlingen, also in der Nähe von Tübingen, im Schwabenland, wird das eben halt behandelt mit diesen Eiweißbruchstücken. Und dann kriegt der Patient das wieder zurück. Ja, und so sind eben halt Ansatzpunkte, wie man eben halt neben den bestehenden Therapien, wie man versuchen kann, zum einen zielgerichtet Zellen, ne, zum anderen eben halt im Gehirn Zellen, wirklich die Zellen, die Übeltäter zu behandeln und zum anderen durch Vermittlung von Immuntoleranz das eben halt hinzubekommen. Ja, und das sind jetzt die Säulen, die wir im Moment haben. Ich glaube, wo man sieht, dass eben halt auch ganz wichtig ein spezieller Fokus ist bei der progredienten MS. Vieles wird natürlich auch zu Beginn der Erkrankung gelegt. Wenn Sie am Anfang der Erkrankung relativ gut die Erkrankung stoppen, ne, dann sehen Sie auch, dass Sie davon eben halt profitieren. Und das zeigt sich eben halt, wir müssen die Erkrankung individuell therapieren, aber wie gesagt, wir müssen schauen, wir versuchen bei uns ja auch durch die Kombination mit Forschung und Versorgung das eben halt hinzumachen. Und insofern sind wir auch sehr dankbar, dass Sie uns da unterstützen und dass ja viele, die ich auch sehe, ja auch bei unseren Forschungen und auch bei Therapien eben halt mitgemacht haben und davon auch profitiert haben von dem, was da halt ist, dass man das eben halt schaut, dass wir gemeinsam eben halt diese Challenge MS eben halt annehmen. Ja, und deshalb bleibt mir jetzt am Ende nur übrig, Ihnen ganz herzlich zu danken und natürlich noch auf Ihre Fragen zu hören. Vielen Dank. Wenn man schon den schönen August-Samstag hier bei uns im dunklen Hörsaal verbringt, ne, genau. Gibt es denn Fragen? Sie meinen jetzt für diese Zelle, die ich scharf mache, das sind Zellen, die ich scharf mache, das sind wirklich die Immunzellen jetzt, wenn Sie draußen schauen, die auch töten können. Und diese Zellen, ne, das sind also Zellen, die dafür gemacht werden, zu töten. Und diese Zellen, da baue ich nun auf die Oberfläche dieser Zellen, baue ich nun drauf den Schlüssel der Zelle, die sie im Körper töten sollen. Ne? Also zum Beispiel das ist ja vor allem für die Tumortherapie entwickelt worden. Ich baue praktisch auf diese Zelle, baue ich was drauf, was gegen die Tumorzellen gerichtet ist. Bei der MS mache ich das so, ich nehme das auf die Oberfläche drauf gegen die Autoimmunzellen, die ich loswerden will, nehme aber Zellen, die generell töten können. Und diese Zellen, die generell töten können, die aktiviert sind, die dann diesen Oberflächenschlüssel haben, um die Zellen zu erkennen, das führt dazu, dass ich dann eben halt wirklich eine intelligente Maschine habe, die auch im Körper herumsucht, wie das eine Immunzelle kann. Die sucht dann ja den ganzen Körper ab. Wo ist noch eine Tumorzelle? Und das ist halt das Tolle, was wir in der Tumortherapie sehen und was wahrscheinlich auch bei den Autoimmunerkrankungen die Rolle spielt, weil die überall in allen letzten Ecken auch des Körpers nachsuchen können. Und das sind zum Teil Ecken, wo klassische Medikamente gar nicht in der Dosis ankommen, die halt haben. Und da ist eine intelligente Therapie. Zellen sind immer intelligenter, weil die eben halt wandern können, ne? Und weil die eben halt diese Dinge haben. Gut ist natürlich, dass diese Zellen auch nicht ewig leben. Die sterben dann irgendwann ab, weil sie möchten ja auch irgendwann mal Ruhe und nicht diese Mörderzellen dann immer in ihrem Körper haben. Und das ist eben halt dasjenige, was jetzt gerade auch die Tumortherapie und gerade jetzt die Autoimmuntherapie eben halt signifikant verändert. Ne? Genau. Ich meine, heutzutage ist es bei den Therapien natürlich immer schwierig, weil wir haben heutzutage eigentlich Therapien, die ganz gut wirken, ne? Und da ist natürlich immer die Frage, also wenn ich Therapien habe, die ganz gut wirken und ich habe eine Studie, die durchgeführt wird, ne, im Zweifelsfall würde ich mich natürlich immer im Sinne des Patienten eben halt für die ganz gut wirksame Therapie entscheiden. Ne? Auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass viele der Therapiestudien auch so geplant werden, ne, dass man eben zum Beispiel jetzt mit diesen scharf gemachten Zellen, mit den CARs, da macht man dann bei Patienten die Untertherapie, wo die Therapie nicht ausreichend ist, dass ich das mache, dass ich dann das identifiziere. Ne? Weil wichtig ist natürlich erstens mal, also für uns ist nicht das Wichtige, dass die Studien funktionieren, sondern für uns ist wichtig, dass der Patient gut behandelt ist und dass wir die Studien dafür nutzen, die Patienten zu behandeln, die eben halt nicht gut behandelt sind. Jetzt hier mit dem, mit dem, mit der
Mit der Immunisierung, ne, mit der Toleranzinduktion, das ist jetzt zum Beispiel auch für Patienten geeignet, wo man jetzt zum Beispiel sagt, jetzt das erste Mal, ne, wo man sagt, ich habe jetzt nicht so eine aggressive MS, ich habe zum Beispiel jetzt eine Medikamentenpause gemacht und brauche jetzt im Moment kein wirklich definitives Medikament. Und da kann ich dann eben halt mit, ja, kann ich eben halt so einen Tolerisierungsversuch eben halt mitmachen. Ne? Aber es ist ja so, also für uns steht schon im Vordergrund, dass die wirksame Therapie kommt und dann muss man eben halt sehen, wann ist dann eine Studie sinnvoll, ne? Weil wir wollen nicht Patienten auf Studienmedikamente, wenn wir auf der anderen Seite eine wirksame Therapie haben. Ne? Also gibt so Studienzentren, ne, oder in Amerika, das ist zum Beispiel, oder auch in Osteuropa ist es vielfach so, da müssen die Patienten in klinische Studien rein, weil sonst keine Medikation bezahlt wird. Ne, und das hier in Deutschland ist das schon anders. Ne? Wir haben ja, also da haben wir ein sehr, sehr gutes System von dem, was da ist. Und wir wollen halt natürlich nicht, ne, gute Therapie zurückhalten und Patienten eben halt in eine Studie tun, wo wir noch nicht so genau wissen. Und die Tolerisierung ist jetzt noch relativ am Anfang. Ne? Und das muss man natürlich auch sagen. Und das würde ich nie machen, wenn eine instabile MS zum Beispiel der Fall ist. Ne? Deshalb muss man das auch individuell machen. Und deshalb kann man nicht so sagen, so, das ist jetzt dasjenige, sondern man muss wirklich das Beste wirklich für den Patienten dann finden, ne, wie das dann eben passt. Klar. Ne, das ist ja das Gute, dass die bewährten Therapien, die wir haben, dass wir die immer als Säule eben halt mit drin haben. Ne? Und bei vielen Therapien kann man dann eben halt auch zu den bewährten wieder zurückkehren. Ne? Klar. Ne, das ist gut. Und gerade da, ich meine, wir haben manche Therapien, wo wir das nicht brauchen, ne? Aber ansonsten hat man eben halt die Möglichkeit, dass man das hat. Ne? Das ist ja das Glück, dass wir jetzt keine Therapie haben, wo jetzt, sagen wir mal, dann als Folgetherapie eine Therapie ausgeschlossen ist. Dann danke ich ganz herzlich für Ihr Kommen, für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, bleiben Sie uns mit den Dingen genügend, hoffentlich im nächsten Jahr wieder persönlich. Und wer noch Interesse hat, kann sich sicherlich noch oben auch in der ersten Etage, auch bei den Sponsoren, denen ich nochmal herzlich danke, das anschauen oder uns auch mal selbst ansprechen. Wie gesagt, vielen Dank. Ich glaube, wir schaffen die Erkrankung nur gemeinsam als Team und deshalb sind wir natürlich auch sehr froh, dass wir das zusammen eben halt auch gerade kriegen das ja auch mit. Wir versuchen das nicht zu vermitteln, aber die Situation im Gesundheitssystem macht im Moment gerade den Akteuren dort auch keine Freude, aber das dürfen Sie als Patient, dürfen das nicht merken. Das soll möglichst alles so weitergehen und das ist unser Job. Aber ich glaube, das wollen wir versuchen, dass wir da eben halt gerade mit der Erkrankung, dass wir das sehen. Und für mich, ehrlich gesagt, war das ganz toll, ne, wenn man dann so einen Tag sieht, dass man auf der einen Seite eben halt Patienten hat, die man ganz lange schon kennt, mit denen man zusammen alt geworden ist. Auf der anderen Seite aber auch viele junge Familien mit Kindern. Ne, deshalb finde ich es auch schön, schön, wie wir es hier haben. Ne, wie viele Kinder heute dabei. Zeigt uns doch, dass wir eben halt wirklich versuchen, bei uns auch die Mitte der Gesellschaft und das, was eben halt dazugehört mit Familie, dass das eben halt geht, dass MS eben halt nicht eine Erkrankung ist, die das ausschließt. Und das freut mich ungemein, wenn man sieht, wie bunt einfach auch heute die Teilnehmer halt waren. Ne, für jeden was dabei, auch Junge. Ne, auch schön, dass ihr dabei seid. Auch wenn ich euch natürlich, wenn ich schrecklich Angst habe hier, ne, mit euren Masken und so weiter, von dem, was da halt ist. Ne, aber deshalb glaube ich, ist wichtig, dass wir das sehen und dass wir die MS wirklich in die Gesellschaft und eben halt gemeinsam versuchen, das Beste mit der Erkrankung zu machen. Wir würden natürlich wünschen, wenn die nicht mehr da wäre, aber da sind wir noch ein bisschen weit weg. Vielen Dank.